Steigen wir mal ein. Ganz kurz hier noch die kleine Agenda, damit Sie wissen, was wir heute vorhaben. Also das Erste haben wir schon gesehen, nämlich den kleinen Einblick durch die Studierenden, der uns da gegeben wurde. Und dann gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Inhalte vom HHZ ein. Und dann möchten wir heute aufgrund der Anmeldungen zwei Schwerpunkte setzen, nämlich einmal auf den Studiengang Digital Business Management. Da haben wir vorhin schon den Herrn Rossmann gehört, der uns da etwas dazu erzählen wird. Und dann hören Sie mich nochmal zum Studiengang Digital Business Engineering und wir geben einen kleinen Ausblick noch aufs Promotionsprogramm. Für diejenigen, die sich dann nochmal für Professional Software Engineering interessieren, da hatten wir jetzt keine Anmeldung bis heute Morgen bekommen. Ich würde, falls da noch jemand dabei ist, der dann doch nochmal Lust drauf bekommt, würden wir dann quasi einen Dialog machen. Ne? Und am Ende gibt es noch eine Q&A-Session, also diejenigen, die dann noch Lust bekommen haben, ne, die können also unsere Studenten ausquetschen, entweder online oder dann am Ende natürlich auch face-to-face. Die Leute existieren wirklich, ne? Wir können die dann also nachher dann auch tatsächlich befragen. Okay, so, also, das Erste, was ich mal vorstellen möchte, ist, was ist eigentlich das Hermann-Hollerith-Syndrom? Und zwar ist es ein sogenanntes kooperatives Lehr- und Forschungszentrum. Das heißt, wir machen hier Lehre auf der einen Seite, Studiengänge, das ist das, was wir heute vorstellen. Auf der anderen Seite machen wir natürlich auch viel Forschung. Und die Besonderheit ist, wir gehören zur Fakultät Informatik der Hochschule Reutlingen, sitzen aber nicht am Campus in Reutlingen, sondern haben hier unseren eigenen schönen Campus aufgebaut. Großes Gebäude, weiß gestrichene Wände, viel Kram, der hier rumsteht und das halt in Böblingen. Warum Böblingen, könnte man sich jetzt fragen. Na gut, ja, also erstmal eine coole Stadt. Zweitens natürlich also ein Schmelztiegel der Digitalisierung. Ja, also wir haben hier IBM als Großunternehmen, HPE als Großunternehmen oder DXC, wie sie jetzt auch heißen. Dann haben wir viele kleine mittelständische Unternehmen, denken Sie mal ein Softwarezentrum. Wir haben auch die Automobilindustrie, die ja gerade in diesem großen Transformationsprozess der Digitalisierung ist. Und das ist genau auch unser Schwerpunktthema. Was wir nämlich hier am Hermann-Hollerith-Zentrum machen, ist Forschung und Praxis der digitalen Transformation. Das lässt sich vielleicht ganz einfach anhand dieses Bildes hier mal so ein bisschen erklären. Was man da halt letzten Endes sieht, ist so die Entwicklung primärer Produktionsinstrumente. So 1820, 70, ne, herrschte halt irgendwie so die Dampfmaschine vor, die also quasi die Mechanisierung der Arbeit geleistet hat. Dann kam die Elektrizität auf, hat sich durchgesetzt, ist heute vollkommener Alltag. Und seit den 80er Jahren setzt sich halt die Informationstechnologie durch. Und was damit verbunden ist, ist letzten Endes, dass die primäre Quelle oder das Instrument der Wertschöpfung sich verändert. Ne? Die mechanische Arbeit, die elektrische Arbeit bis hin zur Digitalisierung. Das merken wir vor allen Dingen daran, dass die Wertschöpfung halt heute mit softwareintensiven Produkten geschieht. Das heißt also, Wertschöpfung bei Automobilen beispielsweise, da sprechen wir jetzt mittlerweile von 30-40% Wertschöpfung nur allein durch Software. Riesige Softwarekomplexe. Systeme sind da am Start, die diese Wertschöpfung ermöglichen. Das heißt, das physische Produkt, das wir sogar anfassen können, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund und ist der Träger digitaler Services. Und diese digitalen Services quasi zu beherrschen, die Verknüpfung zu dem physischen Produkt zu leisten, das führt halt zu dieser Wertschöpfung. Ja, wie sieht das bei uns aus? Ja, aber ich sage Forschung und Praxis. Hier sieht man also Praxis der Digitalisierung. Das sieht jetzt überhaupt nicht digital aus. Also was man hier so sieht, sind Haufen Leute, die analog miteinander reden, vor analogen Wänden stehen, Zettelchen und Stifte verwenden. Aber wenn Sie mal genauer hinschauen, dann sehen Sie ganz viele, sehen Sie die Details. Quasi jeder hat mehrere Informationsgeräte. Man arbeitet also sozusagen Hand in Hand mit analogen Medien und digitalen Medien. Das ist auch so ein bisschen unsere DNA, wo wir sagen, also wir sind ein Studiengang, wo wir einfach davon ausgehen, jeder von Ihnen hat einen Computer. Jeder von Ihnen kann mit so einem Instrument umgehen und wir setzen auch sehr stark darauf, dass Sie mit diesen Instrumenten auch erfolgreich Ihr Studium meistern können. Das ist also quasi, wie es bei uns in der Lehre aussieht, nicht wirklich quasi so, wie man die klassische Hochschullehre sieht. Forschung sieht dann beispielsweise so aus, so ein paar Einblicke haben Sie da schon bekommen. Hier haben wir zum Beispiel das Smart Lab, ein etwas überschaubarem Bild. Hier zum Beispiel auch so ein Screen aus dem KI-Lab. Da sieht man also schon, dass diese Technologie, wie wir sie heute kennen, also Informationstechnologie, die ist wiederum allgegenwärtig. Hier sind wir so ein Alexa, Projektionsschirme, Laptops. Der ganze Raum hier zum Beispiel im Smart Lab ist voll ausgestattet mit Sensoren. Also da können Sie 2 Meter gehen, dann stolpern Sie über den nächsten Sensor.
Und die Daten, die da quasi gesammelt werden, sind natürlich auch wiederum eine spannende Grundlage für Forschungsprojekte, für Lehrprojekte und im Allgemeinen, also um sie zur Verfügung zu stellen, damit unsere Studierenden kreative Ideen verwirklichen können. Und was gehört zu kreativen Ideen? Kaffee. Und es ist einfach Standard heute in Unternehmen, insbesondere in Unternehmen, die mit softwareintensiven Produkten arbeiten, dass diese Unternehmen freien Kaffee ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und genau das machen wir als Hochschule auch für unsere Studierenden hier. Also auch etwas, wo wir uns deutlich unterscheiden von anderen Studiengängen, vielleicht an klassischen Hochschulstandorten. Hier sind wir eine etwas kleinere Gruppe, ne, wir sind ein bisschen agiler unterwegs und da können wir auch solche Sachen machen. So, die Besonderheit beim Kaffee, ne, ist eine Filterkaffeemaschine, ne? Aber keine Sorge, es gibt eine Anleitung. Okay, das Ganze können wir natürlich nicht alleine machen, sondern wir haben ja also vielfältige Partner. Das sind zum einen natürlich die Gründungspartner, das sind Hochschulen gewesen, also so ein Lehr- und Forschungsstandort entsprechend zu installieren, sind solche Hochschulen unabdinglich. Aber klar, schon von Anfang an hatten wir ein starkes Partnernetzwerk, also insbesondere halt Unternehmenspartner. Ich glaube, Sie kennen diese ganzen Logos, brauche ich jetzt nicht aufzählen. Und wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge Forschungspartner, die aus den unterschiedlichen Kooperationen der Professoren kommen. Und wir können also quasi mit diesem Partnernetzwerk dann sehr starke Programme anbieten. Ja, auf der einen Seite quasi Forschungsprogramme, Forschungslabore, auf der anderen Seite natürlich die Lehre in dem Bereich Digital Business, also diesen Bereich dieser sehr modernen Informatik in Kombination mit Geschäftsmodellen. Und man sieht das auch, dass es so ein bisschen auch weitergeht. Ne? Wir haben also so verschiedene Karrierepfade, die man hier bei uns beschreiten kann. Und man kann also quasi die Lehre erstmal hier beginnen. Die Lehre und Forschung sind eben, weil sie sehr stark bei uns miteinander vernetzt sind. Und man kann es dann halt weitertreiben und zum Beispiel auch den akademischen Weg dann bei uns einschalten und Richtung Promotion zum Beispiel gehen. Heute konzentrieren wir uns auf die Lehrprogramme. Dazu mal eine kleine Übersicht. Ja, mittlerweile decken wir in den Lehrprogrammen quasi den kompletten Stack ab. Das heißt also vom Bachelor über Master bis hin zur Promotion. Ja, das sieht man mal hier. Wir starten also bei uns mit einem Bachelorprogramm Digital Business, ein ganz klassischer siebensemestriger Bachelor mit 210 ECTS und sozusagen den Einstieg in dieses spezielle Teilgebiet der Wirtschaftsinformatik, Digital Business zu gewinnen. Und dann quasi teilt sich es auf. Ja, man kann also, das ist heute der Hauptgegenstand, entweder in Richtung Digital Business Management gehen oder Digital Business Engineering, sind beides Master of Science Programme. Der Unterschied ist vor allen Dingen in der Ausgestaltung. Also hier im Digital Business Management haben wir eher so eine paritätische Ausgestaltung zwischen den beiden Teildisziplinen Wirtschaft und Informatik, während wir im Bereich Digital Business Engineering einen höheren Informatikanteil haben. Also da sprechen wir von so circa 70% Informatik versus 30% Wirtschaftswissenschaften. Beiden ist gemein, und da gehen wir noch nachher nochmal in den Details drauf ein, dass man diese Studiengänge berufsbegleitend studieren kann. Und wie es da zu diesen Unterschieden kommt in der Semesterzahl, das erklären wir nochmal nachher im Einzelnen. Okay. Ja, hier würde ich dann gleich mal an den Alex Rossmann übergeben, der mit dieser Folie abschließt und dann gleich ins erste Programm einsteigt. Ja, herzlichen Dank, Christian, auch von meiner Seite nochmal hallo zusammen. Ja, ganz wichtig, deswegen übernehme ich an dieser Slide, das hat man auch vorher gesehen an der einen Slide, die Christian Degger gezeigt hat, sind uns die Unternehmenspartner. Das heißt, wir haben hier eigentlich seit 10 Jahren jetzt auch etablierte Unternehmenspartnerschaften zu allen möglichen Unternehmen der Region. Und das ganze Thema dual studieren ist schon was hier bei uns dazugehört, das heißt Job oder Master. Muss man sich hier nicht entscheiden, mach einfach beides. Es gibt mittlerweile den Trend, muss man sagen, dass vor 10 Jahren das noch so war, dass die meisten Leute, die hier studieren, jetzt wirklich aus dem Unternehmen gekommen sind. Mittlerweile ist so ein bisschen umgekehrt. Das heißt, die Leute kommen eher zu uns und wollen die Masterprogramme machen und fragen sich dann, welche Unternehmen gibt es. Deswegen haben wir auch seit einiger Zeit eine echte Jobplattform hier aufgebaut, in der wir dann auch mit Unternehmen wie jetzt MHP, Star oder IBM dann auch diese Jobs dann dual ausschreiben. Das heißt, wer noch auf der Suche ist nach einem entsprechenden Job, kann sich dann auch bei uns melden und kann das entsprechend auch mit dem Master dann hier relativ elegant verbinden. Ne? Ja, das Masterprogramm, das ich vorstelle, nennt sich Digital Business Management. Das ist eigentlich das jüngere Programm. Also ja, quasi eigentlich hättest du anfangen dürfen mit dem älteren Programm. Digital Business Management gibt es jetzt mittlerweile aber auch schon seit 8 Jahren, startet nur im Wintersemester, ist jedes Jahr voll belegt. Wir haben ja maximal 20 Plätze. Der Unterschied ist, dass in diesem Programm die Leute
eigentlich alle Vollzeit arbeiten. Das heißt, es ist keine Werkstudententätigkeit eignet, sondern die Leute haben schon eine volle Stelle im Unternehmen. Die wird dann typischerweise natürlich etwas reduziert. Das heißt, man geht dann quasi je nach Unternehmenspartnerschaft dann auf eine 70% oder 80% Beschäftigung oder wird freigestellt. Das Ursprungsprogramm, aus dem das mal erwachsen ist, war Master at IBM. Ich glaube, das haben wir vorher schon mal irgendwo gehört. Oder wir haben jemanden im Raum, der auch im Master at IBM-Programm dann drin ist. Also IBM war da schon so ein bisschen der Vorreiter, schon vor mehr als einem Jahrzehnt, tatsächlich diese Idee der dualen Vollzeit-Masterprogramme auszubringen. Und mittlerweile hat es halt wieder kopiert. Das heißt, es gibt solche Programme bei Mercedes, es gibt solche Programme bei Bosch, es gibt Programme natürlich bei Hewlett-Packard Enterprise, auch viele mittelständische Unternehmen. Das ist auch so der Teilnehmerkreis, aus dem sich jetzt diese Kohorte jedes Jahr im Wintersemester rekrutiert. Das ist auch der Grund, warum wir hier 4 Semester studieren mit 90 ECTS, weil wir davon ausgehen, dass jeder, der an dem Programm ist, eigentlich so quasi voll arbeitet. Ja? Das heißt, jetzt irgendwie das unterbringen muss, dann trotzdem in der Zeit sein Master zu machen, 90 ECTS, kann man, wenn man jetzt nochmal nur studiert oder hauptsächlich studiert, natürlich auch in 3 Semestern schaffen. Wir sagen, wir machen lieber 4. Dafür sorgen wir dafür, dass die gesamte Kohorte über das gesamte Programm zusammenbleibt. Das heißt, die 20 Leute, die im Wintersemester starten, laufen auch als Kohorte das gemeinsame Programm und haben entsprechend dann eben auch die gleichen Module, die wir dann jetzt auch gleich nochmal sehen werden. Ne? Ja, eingebettet hier in diesen, finde ich, doch sehr schönen Standort. Ich habe mal schönere Bilder, finde ich. Das heißt, wir haben hier so ein großes Atrium. Da finden auch regelmäßig größere Veranstaltungen, Konferenzen statt, aber auch die Kollegen einbinden, den kleinsten Supermarkt der Welt, die Labore, die live da sind, können sich das nachher auch mal anschauen. Das ist wirklich der kleinste Supermarkt der Welt, von Kaufland ausgestattet. Und auch hier einen Digital Hub des Landes Baden-Württemberg, das sogenannte Zentrum Digitalisierung in Böblingen. Baden-Württemberg hat sich anders als andere Bundesländer entschieden, mehrere Digital Hubs auszubringen, die das Unternehmen explizit durch Forschungstransfer unterstützen sollen bei der digitalen Transformation. Einer ist hier unten im Erdgeschoss und berät Unternehmen eben auch aktiv in solchen Transformationsprojekten. Ja, worum geht es bei Digital Business Management? Es geht um... Klar, die Fragestellung, wie Unternehmen die digitale Transformation meistern können. Da gibt es also 3 Themenbereiche, die häufig Gegenstand einer Digitalstrategie sind. Das erste Thema ist natürlich die Frage, ist mein Geschäftsmodell noch stabil? Wie verändert sich mein Geschäftsmodell durch digitale Technologie? Deswegen haben wir oben auch sowas wie Kühlschränke stehen, wenn man sich jetzt die Frage stellen kann, ja, mein Gott, Kühlschrank, ja, gibt es schon seit 70 Jahren. Da wird der Bosch wohl auch die nächsten 70 Jahre nach wie vor Kühlschränke verkaufen oder Autos, Mercedes, was tut sich jetzt so, wenn wir über vernetzte Fahrzeuge sprechen, ist dieses Geschäftsmodell noch stabil oder wird sich durch die Tatsache, dass wir auch digitale Services zunehmend ins Fahrzeug bringen, dann an diesem Geschäftsmodell was verändern? Ne? Die Antwort ist mal kurz und gut gesagt, ja, da verändert sich was und diese Veränderung muss ich natürlich nachvollziehen, ich muss mich mit Technologie befassen. Muss man aktuelles Geschäftsmodell analysieren und eben überlegen, wie ich durch eine entsprechende Digitalstrategie auch als Gewinner aus diesem Transformationsprozess dann erwachsen kann. Angenommen, die Analyse ergibt, naja, mein Geschäftsmodell ist relativ stabil, dann habe ich doch zumindest aber verändertes Kundenverhalten. Das heißt, wir konsumieren heute sehr viel Inhalt im Web über Suchmaschinen, über Social Media, über Webplattformen, über Apps und insofern haben wir eine komplett andere Kundenschnittstelle. E-Commerce wächst natürlich über die letzten Jahre extrem stark. Das heißt, selbst wenn mein Geschäftsmodell stabil bleibt, muss ich dann doch mir Gedanken machen, ob sich vielleicht die Art und Weise verändert, wie wir mit unseren Kunden interagieren, wie wir mit unseren Kunden Geschäft machen. Und auch das ist was, was wir hier sehr stark treiben. Und man hat es ja vorher gesehen, an dem Kaufland-Supermarkt, natürlich ist die Idee dieses Supermarkts jetzt nicht nur, dass ich Produkte auch physisch und haptisch im Markt kaufen kann, sondern dann eben auch über eine zunehmende Online-Gestaltung im Lebensmittel-Retail auch Produkte direkt zustellen oder über eine App bestellen kann oder der Kühlschrank dann direkt mit dem Supermarkt kommuniziert. Deswegen haben wir diese Umgebungen auch im Smart Lab eng beieinander. Und der dritte Bereich, das ist dann so der Bereich der Operations, die wir im Studiengang adressieren. Da geht es natürlich stark um Unternehmen und die Frage, wie Unternehmen Entscheidungen treffen. Ganz platt könnte man ja sagen, so ein Unternehmen besteht ja aus
Entscheidungen. Ein Unternehmen, das nichts mehr entscheidet, ist ein totes Unternehmen. Ne? Und diese Entscheidungsprozesse in Unternehmen, die werden natürlich zunehmend durch Software, durch Prozesse unterstützt. Die werden häufig auch automatisiert, um entsprechend dann auch mit Hilfe künstlicher Systeme Entscheidungen zu treffen. Ne? Und da sind wir natürlich auch stark dabei, zu schauen, wie kann Informationstechnologie in Unternehmen gestaltet werden, um die Art und Weise, wie Entscheidungsprozesse getroffen werden, effizienter zu gestalten. Also platt könnte man sagen, eine Digitalstrategie beschäftigt sich eben mit der Frage, wie digitale Technologien Geschäftsmodelle beeinflussen, transformieren, wie sich die Kundenschnittstelle verändert und wie unternehmensinterne Entscheidungen und Prozesse durch digitale Technologie optimiert werden können. Das setzen wir um in diesem Masterstudium. Abschluss Master of Science ist klar. Wir haben, wie der Christian Decker richtig formuliert hat, 50% IT, 50% Business-Inhalte sind also als Wirtschaftsinformatik-Studiengang auch entsprechend akkreditiert. Das mit den 90 ECTS, auch die Vier-Semester habe ich schon mal erklärt. Das ergibt sich eben dadurch, dass die Leute in diesem Programm alle auch einen Arbeitsvertrag bringen müssen. Also es ist auch eine Zulassungsvoraussetzung, dass man einen Unternehmenspartner hat, der diese entsprechende duale Gestaltung auch unterstützt. Es kann entweder das eigene Unternehmen sein, das Partner bei uns wird, oder eben eines der Partnerunternehmen, das bei uns schon im Portfolio ist. Wir haben immer exakt 20 Studienplätze. Auch eine interessante Ratio, die wir hier haben am Hermann-Hollerith-Zentrum. Etwas mehr als 200 Studenten momentan, 10 Professoren. Also Betreuungsverhältnis ist, glaube ich, ganz gut. Die Wege sind relativ kurz. Ja. Das heißt, man ist halt so eng beieinander, wie wir gerade sind. Muss jetzt nicht irgendwie immer Termine vereinbaren. Und Christian Decker trifft man ständig auf dem Flur. Ja. Man kann natürlich die verschiedenen Dinge diskutieren. Ne. Deswegen schaffen auch die Studierenden dieses Programm zu 99% tatsächlich in 4 Semestern. Ne. Das heißt, wir hatten jetzt erst letztes Jahr Reakkreditierung dieses Programms und 99% Erfolgsquote heißt es, dass wir auch die Leute sehr gut durch dieses Programm bringen und entsprechend da auch jetzt keine Ausfallerscheinungen und dergleichen haben. Ne? Wir führen da Interviews, testen auch auf persönliche Eignung. Es ist uns sehr wichtig, dass die Gruppe auch gut zusammenpasst. Wir haben in der Regel aus unterschiedlichen Unternehmen nicht allzu viele Leute, sodass wir auch sehr viel Unternehmenserfahrung im Raum haben. Also es geht ja nicht nur um das, was wir wissen, sondern wenn da halt Leute von, sagen wir mal, Mercedes, BMW, VW, Porsche sitzen, ist es halt auch cool, von denen dann zu hören, was läuft bei euch im Unternehmen und wie weit seid ihr in bestimmten Themenstellungen, da kann man sich auch wunderbar austauschen. Es ist ein Studiengang der Hochschule Reutlingen, durchgeführt bei uns durch die Knowledge Foundation, also man hat am Schluss den Master of Science, das Zeugnis der Hochschule Reutlingen, wieder top geratet auch, wir haben ja gerade eben auch CAE-Rankings, sind da eigentlich bundesweit in allen Programmen jetzt in der Wirtschaftsinformatik unter den Top 3, also insofern auch reputationsstark, was dann die Abschlussquote angeht. Haben hier natürlich neben den Professoren auch ganz viele Partner aus diesen Unternehmen, externe Experten. Das heißt, laden die Leute auch hier ein für Gastvorlesungen. Es gibt Teilnahmegebühren, das ist ein großer Unterschied zu dem Programm, das der Christian Decker nachher vorstellt. Das heißt, dieses Programm ist eben durch die Unternehmenspartnerschaften auch so finanziert, dass wir keine Steuergelder für das Programm verwerten, sondern dieses Programm durch Teilnahmegebühren finanzieren. Teilnahmegebühren werden bei den meisten oder eigentlich bei allen Unternehmen, die hier drin sind, allerdings nicht durch die Teilnehmer selbst bezahlt, durch die Studierenden, sondern durch die Unternehmenspartner, die dieses Programm entsprechend finanzieren. Wir sind hier vollständig blockweise unterwegs, bedeutet in der Regel von Montag bis Samstag. Haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, weil wir einfach dann die Möglichkeit haben, eine komplette Woche Deep Dive zu machen, auch andere Modelle mal diskutiert, also irgendwie so am Wochenende oder mal 2-3 Tage und dann wieder in 2 Wochen oder so. Da aber gemerkt, dass einfach dieses ständige Ein- und Auftauchen und dann wieder zurück in den Job und dann wieder da, dass das so ein bisschen zu Verzerrungen führt. Ich sage immer so, man macht eine Woche Urlaub, was man möchte, vom Business-Alltag, ja, und taucht dann jetzt wirklich ein ins Studentenleben und kann dann eben auch mit der Gruppe eine ganze Woche zusammenarbeiten. Das führt halt auch zu einer sehr spannenden Gruppendynamik und auch Netzwerken, die über den Studiengang hinaus dann sehr, sehr wertvoll sind. Ja, zum Programm selbst. Das Programm ist relativ schlank strukturiert. Das ist übrigens etwas, worauf wir relativ stolz sind, dass sich die Grundstruktur dieses Programms seit Erstdurchführung gar nicht mehr verändert hat. Also offensichtlich aber nicht so viel Veränderungsbedarf, bis auf einige Themen, die wir letzten Endes noch ein bisschen neu konfiguriert haben.
Einführungsmodul, die Digital Business Essentials, und das kleine M1 der Digitalisierung, ist auch das einzige Modul, in dem wir eine schriftliche Klausur haben. Also wir sind nicht der Überzeugung, dass schriftliche Klausuren ideal sind jetzt als Prüfungsformat, weil wir das einfach auch in der Praxis nicht wiederfinden. In der Praxis entwickle ich einen Prototyp oder ich schreibe ein schriftliches Konzept oder ich muss was präsentieren oder ich muss mich mündlich beteiligen in einer gewissen Situation. Das sind genau die Prüfungsformate, die wir in allen anderen Modulen haben. Aber wir haben gesagt, okay, aber wenn ich nachts geweckt werde und der Kollege will wissen, was heißt IoT und schreib es mal aus, ja, das sind so ein paar Sachen, die soll ich auf jeden Fall wissen und die muss ich auch kognitiv beherrschen und durchdringen. Ne? Ja, im ersten Semester dann eben noch ein Fokusmodul jetzt stärker auf den Bereich Operations mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Haben dann hier im zweiten Semester schon das Aufbaumodul, was ist eigentlich eine Digitalstrategie, wie entwickelt man eine Digitalstrategie. Parallel führen wir wichtige Komponenten der Informatik mit im Bereich IT-Management. Was ist überhaupt eine IT-Architektur? Wie ist IT heute im Unternehmen aufgebaut? Kann ich sowas über Enterprise Architecture Management auch modellieren, abbilden? Was gibt es hier für Trends mit den serviceorientierten Architekturen, Cloud Computing natürlich stark. Und dann so das zentrale Software-Modul, das ist ja lecker hier, quasi dann administriert als Modulverantwortlicher. Denn ja, Software is eating up the world. Das ist so mal der Slang, den wir heute haben. Das heißt, Software und Daten sind zentral für die Formulierung digitaler Geschäftsmodelle. Also habe ich im Unternehmen sehr viel mit Softwareentwicklung zu tun oder ich muss Softwareprojekte oder sogar Softwareprodukte steuern und gestalten. Und hier geht es um die Frage, wie geht das überhaupt, ja? Und was muss ich dafür können und wie kann ich entsprechend softwarebasiert auch Wertschöpfungsprozesse dann einleiten. Ja, das dritte Semester, dann hier noch Zusatzmodule, Entwicklungen im Bereich Web 2.0, Social Media, Change Management. Die Digitalstrategie muss ja irgendwie auch durch Transformationsmanagement umgesetzt werden. Ja, und über IoT dann eben auch nochmal Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren ganz massiv an Bedeutung gewonnen haben. Wenn wir eben zum Beispiel über Connected Products and Services nachdenken, haben wir hier natürlich Embedded Systems und entsprechend nochmal ganz andere Lösungen, die an der Stelle gefragt sind. Ne? Es gibt zwei Wahlfächer und am Schluss die Thesis, ja, und ja, im Endeffekt sind wir auch ganz froh, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal auch unser Auslandsmodul machen konnten, die sogenannte Digital Business Week. Wir waren jetzt im Januar mit 20 Studierenden in Tel Aviv. Das heißt, wir versuchen immer so einmal in der Kohorte dann auch eines der Wahlmodule im Ausland zu machen und dann einen digitalen Hotspot zu gehen, der einfach nochmal aus Sicht der Digitalisierung halt besonders spannend ist und man hier dann 12 Tage in Tel Aviv, auch relativ lang am Schluss, ja, wo wir an den Mythen Studierenden gemerkt haben, weil Tel Aviv auch ein gutes Nachtleben hatte, aber abends viel los, an der Partner-Unis, die Tel Aviv University, die Reichmann University und ich glaube an 3 Tagen auch 60 Startups besucht. Das ist einfach auch sehr spannend, mal zu sehen, was an so einem digitalen Hotspot denn tatsächlich passiert. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Wahlfächer, da kann man auch so ein bisschen die Schwerpunkte legen. Ich sag mal so, man kann auch mehr als 50% IT-Anteil reinbringen, wenn man die Wahlfächer richtig wählt und jetzt im Bereich KI oder Big Data Management dann nochmal zusätzliche Credits aufbaut. Man kann aber auch weniger als 50% IT machen, wenn man quasi in andere Wahlfächer geht. Das hat man dann durch die Konfiguration so ein bisschen in der Hand. Ja, ja, was macht oder was suchen wir da eigentlich? Was sind das für Leute? Also wir haben, würde ich mal sagen, ein ziemlich diverses Klientel. Also es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie mit dem gleichen Profil kommen. Wir haben einige Betriebswirtschaftler, die dann festgestellt haben, ich habe zu wenig IT und Technologie in meinem Bachelor, ich möchte da noch vertiefen. Wir haben aber auch so Informatiker, die sagen, ich weiß gar nicht, was brauche ich das ganze Zeug eigentlich, wie kann ich das in der Digitalstrategie anwenden. Wir haben in letzter Zeit viele Leute, die mit so einem Maschinenbauprofil eher so kommen, die sagen, naja, aber meine Welt verändert sich eben auch sehr stark durch IT. Also insofern da ein relativ breites Klientel, um auch wieder so die unterschiedlichen Perspektiven einzuführen. Allgemein sagen wir so immer, IT-affine Anwender, Gestalter digitaler Business-Innovationen, das ist eigentlich das, was wir suchen, sowohl aus Anbieter als auch aus Anwenderunternehmen. Ne? Ja, was macht den Studiengang besonders? Ich komme langsam zum Ende. Ich neige auch immer dazu, etwas länger zu reden. Sorry, aber ich bin gleich durch mit dem Thema.
Ich nehme mal gleich alle Punkte mit drauf, dann brauchen wir nicht so oft klicken. Ne? Also Praxisbezug ist natürlich das A und O durch die starke Zusammenarbeit mit den ganzen Praxispartnern, dadurch, dass wir immer wieder Speaker aus den Unternehmen einladen, dadurch, dass die Leute eben aus vielen Unternehmen kommen, können wir natürlich immer reflektieren, wie ist so tatsächlich das State of the Art aus Praxisperspektive. Gleichzeitig machen wir ja schon Forschung. Wir haben so 25 Doktoranden hier im Haus. Also jeder Prof hat auch eigene Forschung, hat eigene Forschungsschwerpunkte, ist mit den Doktoranden auch entsprechend aktiv. Wir reden ja nachher noch kurz über das Doktorandenprogramm. Ne? Man kann das modular gestalten. Wir können dann auch, denke ich, schon auch führende Experten in unterschiedlichen Themenstellungen einbinden, ne? Dadurch, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, bei den Unternehmenspartnern dann auch tatsächlich nachzufühlen, wer ist denn bei euch eigentlich jetzt gerade derjenige, der zum Thema KI halt sehr, sehr viel macht und dann auch entsprechend was sagen kann. Ne? Die Didaktik finden wir, wie gesagt, gut mit dieser geblockten Durchführung. Dadurch entwickeln sich halt sehr enge Beziehungen innerhalb der Kohorte, die hier studiert. Ja, fast keine Klausuren, projektorientierte Lehre. Ich glaube, das gilt hier für alle Programme, dass wir ziemlich so Learning by Doing machen und sehr viel auch tatsächlich tun und jetzt weniger so in den klassischen Klausur-Topics unterwegs sind. Ne? Ja, das Feedback der Leute gibt uns da eigentlich recht. Also wir stellen da auch gerne immer wieder Kontakt her, auch wenn ich jetzt leider nicht so wie der Christian Decker so viele Leute hier heute mit dabei habe. Da muss ich zugeben, sind meine gerade nicht im Haus diese Woche, sondern eben im Unternehmen. Also wir haben zwar keine Präsenzwoche, diese Woche DBM, ne? Aber sehen wir so ein paar Absolventen, die kommen auch übrigens aus ganz Deutschland, also nicht unbedingt nur aus dem Stuttgarter Raum. Hängt damit zusammen, dass es ja immer eine ganze Woche ist, also da kann man auch mal für die Woche dann hier anreisen und übernachten und ja, dann sitzen die halt auch in München, Düsseldorf oder Berlin, einer kam mal von Shell aus Amsterdam immer quasi hierher, auch um das Studium hier zu machen und insofern hat hier das Fenster mal geleistet, sich mal gerne ins Flugzeug, um nach Berlin zu kommen. Das ist dann, sage ich mal, ein schönes Feedback. Ja, ja, wenn es Fragen geben sollte, dann sehr gerne, wer Interesse hat an dem Programm, möge sich bitte schnell melden, weil wir sind schon fast ausgebucht für das Wintersemester. Das heißt, wir haben Stand jetzt schon 15 Leute. Das ist auch ein Unterschied zwischen den Programmen. Da das jetzt kein steuerfinanziertes Programm ist, kann man sich jederzeit bewerben und kriegt auch jederzeit eine Zulassung, wenn es halt passt insgesamt vom Setting. Bedeutet, dass wir auch schon jetzt eine große Gruppe haben, auch jetzt schon ungefähr sagen können, dass wir wieder voll werden im Wintersemester. Bei einem steuerfinanzierten Programm geht das ja so gar nicht. Da gibt es ja diesen 15.07., wo der magische Tag, wo man dann erfährt, wie es insgesamt aussieht und dann jeder drauf guckt, was ist passiert. Aber man sieht schon vorher so ein bisschen, wie sich die Kohorte aufbaut. Aber der Fairness halber, das ist so ein Prinzip der Steuerfinanzierung, es muss fair sein. Das heißt, ab dem 15.07. darf erst entschieden werden, wer den Platz kriegt. Also sind wir quasi unfair, weil wir so First Come, First Serve Systematiken dann da drin haben. Ne? Ansonsten wäre ich jetzt auch soweit durch. Gibt es direkt Fragen, dann kann man die direkt stellen. Ansonsten bleibe ich aber auch noch da. Oder sollen wir die Fragen ganz am Ende machen? Wir können jetzt kurz Fragen einschieben. Also insbesondere vielleicht die Leute, die online dabei sind. Vielleicht gibt es da noch Fragen, weil die Leute, die hier vor Ort sind, können prinzipiell jederzeit dich attackieren. Ne? Aber vielleicht die Leute, die online dabei sind, möchten mal ganz kurz die Möglichkeit von Fragen einräumen, falls jemand jetzt sofort eine Frage auf den Fingern bringt. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Okay, also wie gesagt, wir haben am Ende nochmal Q&A, beziehungsweise nutzen das aus. Gut, super, danke dir. Ne? So, dann kommen wir zum zweiten Programm, zum älteren Programm. Ne? Das sieht man gleich an die coolen Typen mit den Tattoos. Ne? Also, das ist also das ältere Programm. Das stimmt eigentlich für mich. Also Digital Business Engineering heißt es erst seit 2019. Der DBM hat den Namen da schon länger. Also Digital Business Engineering oder DBE. Die Gemeinsamkeit sind die ersten beiden Wörter, also quasi Digital Business. Und wir legen mehr Wert auf das Engineering, also das Wie, das Tun, weniger auf das Management. Und das kommt zum Ausdruck, dass wir halt vor allen Dingen Fokus mehr auf die Informatik legen. Deswegen nennen wir auch das Ganze ein IT-Masterstudium oder einfach die modernen Methoden der Informatik. So, eine der modernen Methoden der Informatik ist, insbesondere wenn es da um Software geht, Software ist extrem schwer zu handhaben. Ne? Das können Sie ja nicht anfassen, riechen, schmecken oder sowas, weil es immateriell ist. Und da gibt es so verschiedene Verfahren, wie man sich sozusagen über den Wert von etwas klar werden kann, insbesondere wenn man es nicht anfassen kann. Und wir
verfolgen in dem DWE durchaus so eine Idee, dass wir die Konzepte, die wir lernen, auch auf uns selber anwenden. Sie wissen so, eat your own dog food, so ein bisschen. Und zum Beispiel eines der ersten Module, was man bei uns im ersten Semester hat, ist Entrepreneurship. Da geht es genauso um quasi experimentelle Methoden, wie man mit möglichst wenig Aufwand herausfinden kann, ob denn ein Softwareprodukt wirklich gut wird. Denn wenn Sie mal Software entwickeln, dann versenken Sie zuallererst mal viel Zeit und Geld rein. Und wenn das dann nicht wuppt, dann haben Sie eine ganze Menge Geld versenkt und kriegen das quasi nie wieder. Also Sie können ja nicht Teile von dem Ding verkaufen. Geht nicht. Und da gibt es zum Beispiel so Ideen, dass man halt versucht, die Leute an Bord zu bringen, zum Beispiel über so ein sogenanntes Vision Board. So ein Vision Board, das können wir also quasi mal auf unseren eigenen Studiengang auch anwenden. Und das Erste, was man da halt quasi mal formulieren soll, ist halt quasi, was ist denn jetzt eigentlich das Vision Statement? Da haben wir gesagt, ja, Digital Business Engineering vermittelt also die IT-basierten Methoden sowie das technische und strategische Know-how der Digitalisierung von Unternehmen. Unser Fokus liegt also auf den ingenieurswissenschaftlichen Methoden. Also wie kann man systematisch vorgehen, softwareintensive Produkte mit Mitteln der Informatik und mit Mitteln, die wir aus den Wirtschaftswissenschaften kennen, um digitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die eine völlig neue Art von Wertschöpfung ermöglichen. Und dabei sind halt die Computer und die informationsverarbeitenden Prozesse die primären Produktionsmittel, die also die geschäftsrelevanten Strategien bestimmen. Und das kann man zum Beispiel in der Diskussion sehen, IoT, Social Media, Digital Transformation. Das haben wir alles schon mal bei DBM gesehen. Aber hier quasi gucken wir uns wirklich an, okay, wie funktionieren die IT-Systeme dahinter? Also Digitalisierung ist mehr als ein elektronisches Formular, sondern Dinge möglich machen, die ohne Computer gar nicht möglich sind. Das heißt, wertschöpfende Prozesse durch IT ermöglichen. Okay, und wir können mal so ein bisschen durch dieses Vision Board durchgehen. Dann können wir natürlich sagen, okay, wer sind denn eigentlich die Leute, die wir damit adressieren und welche Bedürfnisse haben die? Also wir suchen innovationsorientierte Studierende, die halt vor allen Dingen ihr technisches Know-how vertiefen wollen. Sie haben schon so ein bisschen technisches Know-how, sie haben gewisse Grundlagen vielleicht in den unterschiedlichen Studiengängen. Maschinenbau zum Beispiel sehen wir auch, ganz spannende Kohorte oder ganz spannende Klientel, die haben schon recht viel IT-Know-how in den Grundlagen und die erkennen halt, okay, wir müssen das vertiefen, wir müssen darauf aufbauen. Und insbesondere dann, wenn es halt wirklich um softwareintensive Produkte, also um Digitalisierung in Unternehmen geht und für Leute, die also da auch ihren Karriereweg drin sehen, die also das mitgestalten wollen, die wirklich also einen Baustein liefern wollen, dass es was verändert. Und insofern bieten wir hierfür eine Art Produkt an, nämlich dieses Masterstudium und den Abschluss, nämlich genau die Ausbildung für solche digitalen Unternehmen, um vor allen Dingen in dieser schnell veränderlichen Welt, man braucht ja nur noch sozusagen Ende November letzten Jahres zu denken, ChatGPT kommt raus und plötzlich, na, was sehen wir? Neue Suchmaschinen, BART von Google und so weiter. Ne? Also gigantische Unternehmensanstrengungen werden investiert, um quasi das Geschäftsmodell von einem Tag auf den anderen von einer Liste von Links auf sozusagen natürlich sprachliche Interaktion umzustellen. Das ist ein gigantischer Quantensprung, der hier ermöglicht wird. Das heißt, wir sehen extrem schnell veränderliche Technologien und da mithalten zu können, um wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle auch zu gestalten, dafür liefern wir halt das Produkt. Und wie machen wir das? Wie sieht das Produkt aus? Hier mal so ein bisschen die Modulplanung dazu. Ich hatte schon erzählt, wir haben einen größeren oder einen tieferen Fokus auf die Informatik. Wir sagen, das sind so 70%, das kann man ein bisschen genauer noch aufschlüsseln innerhalb des Modulhandbuchs. Und man schließt bei uns mit dem Master of Science ab, wenn man durch diese drei Semester durchgelaufen ist. Und das Erste, was dabei schon mal auffällt, ist, diese Reihenfolge, die hier vorgegeben ist, die muss man gar nicht einhalten. Das ist schon mal das Erste. Wir ermöglichen ein berufsbegleitendes Studium. Das bedeutet also, indem wir alle Module, die hier stehen, als Block anbieten, mit der Besonderheit, dass alle diese Module in jedem Semester angeboten werden. Aber bei uns quasi im Vorlesungsplan kommt, da ist man erstmal erschlagen, weil da steht ganz viel. Und da fragt man sich, ja, wie soll man das als berufstätiger Student eigentlich schaffen? Ja klar, da stehen ja quasi alle Module drin. Wenn Sie das wirklich schaffen, dann haben Sie das Studium in einem Semester geschafft. Ne? Wenn Sie dann noch ein Semester wegen der Masterthesis dranhängen, dann sind Sie nach zwei Semestern fertig. Ne? Also das ist prinzipiell, ne? Wenn Sie richtig viel Zeit investieren, ist das möglich. Wir versuchen auch, diese Module quasi überschneidungsfrei zu planen, sodass Sie also tatsächlich Cherrypicking betreiben können. Was kann ich denn jetzt quasi aktuell in dem Semester leisten? Vielleicht haben Sie eine private Situation, eine berufliche Veränderung. Und dann ist es oftmals so, dass man gerade etwas wenig Zeit hat oder vielleicht dann im nächsten Semester mehr Zeit hat. Und das möchten wir quasi adressieren, indem wir Ihnen quasi jedes Semester das volle Programm anbieten.
So, das erhöht natürlich die Komplexität auf der einen Seite. Man kann sehr, sehr viel bei uns machen. Und wir sehen das vor allen Dingen daran, dass auch so unsere Studierenden insbesondere interessanterweise seit Corona wesentlich intensiver beispielsweise in Richtung Ausland auch tendieren. Dadurch, dass wir im Studiengang sind an der Hochschule Reutlingen, kann also jeder Studierende von uns alle Services der Hochschule Reutlingen nutzen. Das bedeutet also auch, dass gigantische Partnernetzwerk ausländischer Hochschulen. Und ich sehe das immer wieder in jedem Semester, so eine Handvoll Studierender, immer wieder neue Studierende, die sich ausländische Hochschulen aussuchen und da ein halbes Jahr einfach hingehen. Also wirklich dann lange mehrere Module absolvieren und dann mit mir vor allen Dingen als Studiendekan und Gründungsbeauftragter quasi in den Dialog gehen, welche Module kann man denn jetzt anerkennen. Und ich höre auch oftmals quasi dann das Feedback von den Studierenden, ja, ich weiß, ich kann an der Hochschule, die ich da mache, die Module, die ich belege, kann ich eventuell nicht alle hier anerkennen, aber es erweitert meinen Horizont. Also wir sehen auch quasi eine persönliche Weiterentwicklung der Studierenden in diesem Programm. Ja, einsteigen tun sie bei uns mit einem Bachelor von 200 ECTS. Für alle diejenigen, die noch den alten Bachelor gemacht haben, die müssen halt so eine Angleichungsleistung machen. Das gehört halt einfach dazu. Wir haben insgesamt, also so im Schnitt 25 Plätze pro Semester, im Sommer so 20, im Winter sagen wir so 30. Aber wir haben hier genügend Kapazitäten, um auch einfach darüber zu gehen. Und in den vergangenen Semestern hat sich das gezeigt, also der letzte Wintersemester-Intake hatte, glaube ich, gestartet sind wir mit 35 Studierenden, also wesentlich mehr, als wir eigentlich Plätze haben. Das ist kein Problem für uns. Jetzt sind wir, glaube ich, 30 oder so. Es gibt so ein paar Studierende, die bleiben so auf der Strecke, weil sie einfach die Immatrikulationsunterlagen nicht rechtzeitig beibringen. Das sind dann formale Sachen. Aber die kommen wieder. Die haben dann im nächsten Semester die Immatrikulationsunterlagen und dann sehen wir. Wir starten im Sommer wie im Wintersemester. Also wenn man sagt, okay, spannendes Programm, aber ich wechsle gerade den Job, muss da ein halbes Jahr sozusagen erstmal quasi Vollzeit arbeiten, um zu sagen, okay, jetzt ist die Probezeit vorbei. Dann kann man einfach sagen, okay, dann fange ich einfach im nächsten Semester an. Jeder, aus der Erfahrung kann ich sagen, jeder, der bei uns einen Studienplatz haben möchte, hat bisher auch einen bekommen. Also wir machen Dinge möglich. Wenn Sie da unsicher sind, einfach im Vorfeld mich kontaktieren. Ich kann da viele Details entsprechend Ihnen noch mitgeben. Und wenn ich sozusagen, wenn Ihr Name in meinem Kopf ist, dann kann ich natürlich auch bei der ganzen Auswahlgeschichte da entsprechend drauf achten, dass das auch für in Ihrem Sinne auch entschieden wird. Denn als Vorsitzender der Auswahlkommission, dass ich auch noch bin, na, also insbesondere wenn alle Ämter quasi in einer Hand sind, dann habe ich also den holistischen Blick auf das Studienprogramm und kann deswegen auch die unterschiedlichen Lebensplanungen, die die Leute haben, auch in diesem Studienprogramm unterbringen. Was vielleicht noch an dem Programm interessant ist, vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied, zum Beispiel hier das Modul Artificial Intelligence, was ja von Alex Rossmann gehalten wird, das ist hier bei uns in Fichten. Zum Beispiel. Also wir haben gleich von Anfang an gesagt, okay, dieses AI oder KI-Zeugs, das ist the way to go. Das verändert massiv die Art und Weise, wie wir Digitalisierung betreiben, wie sich auch die Informatik auf unterschiedlichen Ebenen, sei es von der Codierung bis hin zur Datenverarbeitung verändert. Und deswegen ist es bei uns ein Pflichtmodul. Es gibt auch so Module wie zum Beispiel hier Projekt 1, Projekt 2. Ist auch ganz spannend, auch ein Konzept, was wir gerne machen. Hier arbeitet man als Studententeam zusammen und arbeitet an einer Projektfragestellung. Die kommt beispielsweise aus dem Forschungskontext von Professoren, die kommt von Unternehmen und es ist sogar möglich, dass Studenten ihre eigenen Projektthemen reinbringen und dann an diesem Projekt arbeiten können. Über zwei Semester ist also genügend Zeit auch und hier gibt es gar keine richtige Vorlesung in dem Sinne, sondern hier gibt es eigentlich nur sozusagen die Projekttage. An den Projekttagen treffen sich alle Studierende und stellen den Zwischenstand bzw. den Abschluss des Projektes vor. Und wir sorgen dann halt mit dem großen Catering für den ganzen Tag dafür, dass sie auch ganz gut aufgehoben sind. Und man kriegt einen unglaublich breiten Einblick in die unterschiedlichen Facetten der Fachdisziplinen, die in dieser Digitalisierung zusammenwirken. Viele Module, die hier blockorientiert stattfinden, haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, dass man Teile in Absprache mit Professoren durchaus auch in einer Art Online-Format oder Hybrid-Format abwickeln kann. Das entscheiden die Dozenten jeweils dann anhand ihrer Didaktik. Ich kann es jetzt mal sozusagen für mein Modul zum Beispiel sagen, ich habe dieses Modul IoT, das ist eins der Wahlfächer, da mache ich das sozusagen halbe. Zu den ersten zwei Tage mache ich Hybrid.
Das wird dann auch in Kooperation zum Beispiel mit Reutlingen angeboten. Also Reutlinger Studenten beispielsweise können an dieser Vorlesung dann mit teilnehmen. Dann gibt es einen Labortag. Da wäre es natürlich toll, wenn alle da sind. Das ist dann der Präsenztag. Und dann gibt es so eine Art freies Format, wo ich quasi als Ansprechpartner zur Verfügung stehe und dann zum Prüfungstag zum Beispiel, wo dann die Projekte vorgestellt werden. Gucken wir noch ganz kurz weiter. Diese Wahlfächer hatte ich schon angesprochen. Hier hat man natürlich den Vorteil, wenn man im Studiengang der Hochschule Reutlingen ist, dass man auf der einen Seite natürlich ein relativ großes Portfolio an Wahlfächern hier vor Ort bei uns anbietet. Aber wem das nicht genügt, der kann natürlich auch seinen Horizont nochmal erweitern, indem er den Wahlfachkatalog von Reutlingen in Anspruch nimmt. Muss man allerdings dann dazu sagen, also diese Wahlfächer, die sind ja nicht garantiert blockorientiert gehalten. Alle Wahlfächer, die wir hier halten, die sind natürlich blockorientiert und passen damit sozusagen in diesen Turnus, den ein berufstätiger Student bei uns hat. Hier mal so ein paar entsprechende Wahlfächer aufgelistet, also Methoden des Service Engineering, um solche Service-Ökosysteme zu bauen. Das braucht man immer dann, wenn man insbesondere von den physischen Produkten weggeht, nicht kopierbare Geschäftsmodelle zu schaffen. IoT hatte ich schon erwähnt, Scientific Publishing, natürlich, wir sind also ein Lehr- und Forschungszentrum, Software Process Engineering oder Agile Project Management in Kombination mit Software Development. Sie merken schon, da ist der IT-Fokus ganz klar. Auch Software Integration, sozusagen eine der ersten Schritte, die man macht, wenn man in Richtung Cloud zum Beispiel geht. Applied Machine Learning, ganz neues Wahlfach, weil wir auch quasi die Professorenschaft hier weiter verstärkt haben. Und da ist natürlich der Data Science Schwerpunkt jetzt auch natürlich durch eine Professur hinzugekommen. Und in diesem Wahlfach zum Beispiel, da experimentieren wir auch mit neuen Lehrmethoden. Und da gibt es also auch nur drei Präsenztermine zum Beispiel und der Rest wird seminaristisch gemacht. Da wird die Kohorte aufgeteilt in kleine Gruppen, die dann gemeinsam mit den Professoren zum Beispiel online zusammenarbeiten und da bestimmte Themengebiete aus diesem Machine Learning Bereich entsprechend bearbeiten. Ja, weitere Wahlfächer sind auf Anfrage natürlich möglich. Da einfach auf mich zukommen, wenn es interessiert. Vorhin kam ja schon der Satz, in short software is eating the world. Der kommt von Marc Andreessen. Wer kennt ihn? Marc Andreessen, Netscape-Gründer. Kennt jemand Netscape? Einer der ersten Browser, die haben den Browser-Krieg mit Microsoft verloren, also sozusagen der Vorläufer von Firefox, kann man sagen, nicht ganz. Aber Marc Andreessen, der hat auch unglaublich viel Geld damit gemacht. Er ist clever, er ist jetzt Startup-Investor oder Entrepreneur, also sozusagen auf die dunkle Seite gewechselt. Also der Typ ist echt cool, also hat es wirklich ganz gut geschafft. Und wir sehen halt einfach das so ein bisschen als Leitspruch, wo wir sagen, also um Software kommt man nicht drum herum, Informatik-Know-how brauchen wir. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, durch die vielen Profile, die auf uns zukommen, dass wir da auch arbeiten müssen, damit unsere Studierenden dieses Programm schaffen. Und das Erste, was wir machen, ist, jedem Erstsemester bezahlen wir den Udemy-Kurs. Sobald Sie bei uns einsteigen und eine E-Mail-Adresse bei uns haben, bekommen Sie einen Gutschein für den Udemy-Kurs im Bereich Data Science und Python. Das ist also nicht zufällig ausgewählt, sondern Python ist halt einfach eine einfach zu erlernende Programmiersprache. Und auf der anderen Seite ist es sehr wichtig in genau diesen Fachbereichen, die wir hier unterrichten. Also insbesondere für Sie dann, also wenn Sie, das ist ein Kurs, den Sie teilnehmen können nach Ihrer Geschwindigkeit und Sie erhalten am Ende so eine persönliche Bescheinigung, können Sie auch auf Berufsnetzwerke zum Beispiel integrieren und dann mit Ihrem Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber zeigen, dass Sie da eine entsprechende, ja auch praktische Ausbildung haben. Für uns ist es zum Beispiel auch wichtig, Sie können das Wissen anwenden in Modul Distributed Systems, Sie können es anwenden in den Software Integration, Sie können es anwenden in IoT, in AI, also sowieso, also alles, was Machine Learning geht, ist ja heute Python-basiert, also da haben Sie eine ganze Menge von Optionen. Außerdem stellen wir natürlich Video- und Software-Tutorials zur Verfügung, Online-Quizzes für fast alle Module, die sozusagen die wichtigsten Grundlagen nochmal wiederholen, also insbesondere zum Beispiel im Bereich des Distributed Systems. Und die Besonderheit dabei, das sind halt Tutorials, die Studierende erstellt haben. Wir haben also quasi nicht irgendwie ein Tutorial erstellt, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir wichtig halten, sondern wir haben mal Studierende gefragt, was glaubt ihr eigentlich, was ist wichtig, um die Essenz von dem Modul, und dann für Studierende auch natürlich das erfolgreiche Bestehen des Moduls enthält, hier was diese Essenz ist, die dargestellt werden soll. Wir haben ein extrem breites Spektrum an Studierenden. Hier sieht man das mal. Also auch wiederum so eine Sache, wir machen unglaublich viele Experimente mit unseren Studierenden. Das klingt so schlimm, aber sozusagen wir fragen recht viel. Wir wollen unsere Studierenden kennenlernen und quasi modifizieren eigentlich das Programm immer an unterschiedlichen Stellen. Machen also das, was große Unternehmen mit AB-Tests machen, machen wir sozusagen mit unseren Studierenden. Hier sieht man mal so eine Verteilung. Also dieses Programm ist quasi ein
nicht so stark durchstrukturiert wie der DBM, sondern bietet wesentlich höhere Flexibilitätsmöglichkeiten. Das ist für den einen vielleicht einschränkend, für den anderen ist es genau das Richtige. Also wir haben mal eine Umfrage gestartet und da haben wir gesehen, also fast 60% unserer Studierenden studieren das Programm in Festanstellung mit einem 100% Vertrag. Da ist also quasi das Unternehmen auch committed und sagt, okay, wir finden das Programm auch cool, deswegen ermöglichen wir dir, daran teilzunehmen. Wir sehen, dass quasi sowas wie Festanstellung mit reduziertem Vertrag, das gibt es quasi gar nicht mehr. Das heißt also Unternehmen, wenn sie denn Leute anstellen, dann gibt es eigentlich keinen reduzierten Vertrag, sondern die werden immer quasi gleich mit den besten Vertragsbedingungen angestellt. Wir sehen ein paar Leute, die sind auf der Suche nach beruflichen Tätigkeiten oder beruflicher Umorientierung. Da sind wir natürlich auch ein geeigneter Ansprechpartner. Wir haben auch ein starkes Unternehmensnetzwerk, da einfach an den Alex Rossmann wenden. Und es gibt natürlich noch so ein Viertel, die gibt es immer, das ist so der Klassiker eigentlich, weil berufsbegleitende Studierenden, dass sie als Werkstudenten tätig sind, also so Teilzeit. Und für diese sehr, ja, sagen wir mal, heterogene Kohorte, da bieten wir natürlich eine ganze Reihe von Features an, wie man eigentlich dieses Studium hier gestalten kann. Ich habe es mal hier so ein bisschen gegenübergestellt. Was ist sozusagen so eine Lebenssituation und wie unterstützen wir das? Also wir haben halt beispielsweise so die Lebenssituation, dass man halt je nach persönlicher oder beruflicher Situation mal mehr, mal weniger studieren kann. Ne? Man wird es einfach eingeschränkt. Ne? Und bei uns ist es quasi so, alle Module aller Fachsemester finden jedes Semester statt. Insofern kann man jederzeit in jedem Semester quasi frei wählen, welche Module man studieren möchte. Ne? Freie Wahl der Modulreihenfolge. Also den Plan, den ich Ihnen gezeigt habe, das ist kein Muss. Man kann es so studieren, das ist ein guter Anhaltspunkt. Aber fragen Sie einfach unsere Studierenden, in welcher Reihenfolge machen die das? Und sehr kreative Möglichkeiten. Ne? Ah, die Studienhöchstdauer, die gilt jetzt übrigens nicht mehr. Ne? Also das hat sich jetzt seit letztem Wintersemester aufgelöst. Also insofern müssen Sie da nicht mehr drauf achten, sondern prinzipiell ist es ja so, dass durch persönliche oder berufliche Situation sich ein Studium verlängern kann. Das ist überhaupt kein Problem. Dann studieren Sie einfach länger. Stellt Ihnen niemand eine krumme Frage hin. Planänderungen sind möglich. Das bedeutet, es gibt bei uns auch keine Präsenzpflicht. Natürlich sollte man, klar, wenn man an Veranstaltungen nicht teilnehmen kann, sollte man mal kurz mit dem Dozenten reden und mal sagen, okay, gibt es da irgendwie eine prüfungsrelevante Geschichte, die ich da irgendwie beachten muss? Falls nein, ist es kein Problem. Falls ja, kann man mal mit den Dozenten reden, ob man da nicht irgendwie sozusagen für Einzelfall auch entsprechendes Entgegenkommen vereinbaren kann. Berufsbegleitend ist es deswegen möglich, weil wir Blogveranstaltungen ermöglichen. Und wir ermöglichen es natürlich auch, dass Fragestellungen aus dem Beruf bei uns integriert werden. Die Projekte, wo man zwei Semester lang an einer Fragestellung mit einem Team arbeiten kann oder ganz klar Masterthesis. Also die meisten Masterthesen, die wir haben, das sind eigentlich immer Masterthesen, die Fragestellungen aus dem beruflichen Kontext bearbeiten. Insofern können wir also sagen, Studieren und Berufstätigkeit verschmelzen bei uns teilweise. Prüfungen auch bei uns fast ausschließlich Teamarbeiten. Also die Art und Weise, also erstens für Dozenten ist natürlich toll, da können wesentlich anspruchsvoller und realistischere Fragestellungen halt aufziehen. Und zum anderen natürlich, die Art und Weise im Team zusammenarbeiten, ist halt einfach die Art und Weise, wie Leute aus Unternehmen zusammenarbeiten. Und genau, quasi, dies wollen wir ja auch unterstützen, um möglichst wenig Reibung zwischen Berufstätigkeit und Studium zu haben. Ne? Formate, die wir anbieten, das hängt natürlich von der Didaktik der Dozenten ab. Ne? Also es gibt Formate, die sind teilweise online, Formate, die sind hybrid und Formate, die sind präsent. Wie der Dozent das gestaltet, das teilt er am Anfang einer Vorlesung mit. Ich weiß auch, dass Studierende zum Beispiel in besonderen Situationen auch zum Beispiel auf den Dozenten zugehen und der Dozent auch offen ist, zum Beispiel mal ein Format umzuswitchen. Hat man zum Beispiel die Situation jetzt Anfang der Woche, ne, Streik, ist immer schwierig daran teilzunehmen. Ne. Da kann man dann also als Student durchaus auch mit den Dozenten sprechen, um ein geeignetes Format zu finden in solchen Situationen. Ja, am Ende nochmal ganz kurz, der Wert des Studiums, ne, wozu braucht man das eigentlich alles? Ne? Also da haben wir einfach mal so Stimmen eingesammelt von unseren Alumnis und hier mal so eine Vergabe dieser Stimmen. Methoden aus dem Studium ermöglichen erfolgreiches Arbeiten und einen guten Job. Also ein tolles Studium ist super, aber der Druck im Job ist weiterhin da. Ich glaube, die berufstätig sind, die wissen das. Ne? Da einfach souverän quasi sowas zu managen, da helfen diese Methoden. Oder worauf wir besonders stolz sind, ne? Also unsere Wahlfächer, ne? Und die Forschungsinhalte, die wir in das Studium rein integrieren, da sagen unsere Studierenden, super, das kommt alles 5 Jahre später im Business. Das heißt, gut, dass wir das Studium gemacht haben, ne? Jetzt brauchen wir das Ganze.
Nochmal zusammengefasst, die most important facts, also es ist ein IT-Masterstudium im Bereich Digital Business, ein spezieller Bereich der Wirtschaftsinformatik mit einem hohen Praxisbezug. Wir laden unsere Studierenden ein, zu experimentieren. Wir haben Laborumgebungen, haben Sie gesehen, wir können es uns nachher nochmal ein bisschen anschauen. Wir sind Freunde, Dinge auszuprobieren, ohne Bedenken. Also wir haben auch regelmäßig zum Beispiel Meetups mit unseren Studierenden, wo wir kreativ darüber nachdenken, wie sieht eigentlich das Studium in Zukunft aus? Was können wir anders machen? Und was sind eigentlich kreative Ideen? Was die Lebensmöglichkeiten unserer Studierenden? Wie können wir das halt integrieren? Individuelle Gestaltung ist bei uns sozusagen eigentlich die Headline, das Mantra, ne? Freie Modulreihenfolge, keine Präsenzpflicht, quasi ewig studieren, sage ich mal. Es gibt natürlich eine Obergrenze, liegt so bei 20 Semestern, aber wenn Sie die berühren, haben Sie ein anderes Problem, glaube ich. Also insofern Steady at Your Speed, ne? Also alle lebens- oder beruflichen Situationen können bei uns integriert werden. Bis hin natürlich, ich habe ja gesagt, ein dreisemestriger Studiengang. Ich kenne viele Studierende, die länger studieren, aber nicht, weil sie langsam studieren, sondern einfach, weil sie zum Beispiel ins Ausland gehen. Weil sie einfach sagen, okay, jetzt, das ist die richtige Zeit. Ne? Ich habe die Flexibilität und die Möglichkeit und die gehen dann einfach ein halbes Jahr ins Ausland. Ne? Weit verstreut. Einer meiner Studierenden ist jetzt noch länger geblieben. Der hat dort eine Forschungsgruppe gefunden, ich glaube in Taiwan und macht er jetzt in Human Brain Interfaces seine Masterthesis. Ne? Okay, Überraschung. Ne? Passiert also auch. Also auch sowas, ne, kann man einfach quasi sein Studium auch an einem anderen Ort fortsetzen und wir würden diese Prüfungen, die da abgelegt werden, auch natürlich unterstützen. Blockorientierte Durchführung aller Lehrveranstaltungen. Es gibt eine Blockveranstaltung an der Uni Stuttgart, die findet im Sommer statt. Das ist die Business Process Management Lehrveranstaltung bei dem sogenannten Godfather der Workflow-Maschine, ne, Professor Weimann, der da sehr viel mit IBM zum Beispiel gemacht hat. Also das lohnt sich wirklich mal, diese Vorlesung zu hören. Also der Typ ist wirklich gut. Und insofern ist es eine super Vorlesung, die wir hier bei uns integrieren. Eine Sache noch, auch eine Besonderheit. Man muss für das Programm auch was bezahlen, allerdings nur den Semesterbeitrag. Das ist das Schöne, wenn man so sein konsekutives Masterprogramm an der öffentlichen Hochschule hat. Es gibt aber eine Besonderheit zu dem Semesterbeitrag in Reutlingen. Bei uns ist der Semesterbeitrag ganz klein wenig höher. Dafür erhalten wir uns das VSG-Gebiet. Dann ist dann auch draufgedruckt. Macht Sinn, ne, in Böblingen. Okay, so, und damit zum Schluss, ne, möchte ich nochmal einladen, es gibt die Möglichkeit, auch hier mit unseren Studenten nochmal direkt zu sprechen. Also alle Dinge, die ich jetzt nicht erwähnen konnte oder die zu langweilig sind, dann quetschen Sie da einfach unsere Studenten aus. Und da möchte ich auch schon mal abschließen, wenn es da noch Fragen gibt, einfach mich kontaktieren. Wurde ja vorhin gesagt, der Flur, das trifft man trifft mich aber auch, glaube ich, wesentlich schneller per E-Mail an. Ne? Und dann bei vielen Fragen setzen wir einfach schnell eine Videokonferenz auf. Auch so eine Besonderheit übrigens, oder was ganz gut ist, die Hochschule Reutlingen bietet für jeden Studierenden quasi einen MS Teams-Account an, also mit Nutzen von Office 365. Das heißt, unsere Studierenden nutzen einfach sofort Teams, ist einfach in unseren Alltag integriert. Okay, damit wäre ich für mein Programm durch. Möchte die Gelegenheit nutzen, gibt es Fragen, entweder hier von den Leuten vor Ort oder von den Leuten, die remote dabei sind. Ja. Man das Programm schneller als drei Semester. Ja, geht. Ja. Sie müssen nur sozusagen, wenn Sie es berufsbegleitend machen, ist da eher, glaube ich, das Unternehmen der limitierende Faktor. Aber was Sie mal machen können, ist, Sie können einfach auf die Webseite gehen und da gibt es den Vorlesungsplan, das ist Google-Kalender. Ja? Und auch so eine Besonderheit, wir nutzen nicht das Planungssystem von der Hochschule Reutlingen, weil es ist für unsere Bedürfnisse nicht geeignet, sondern wir machen Google-Kalender, kann man integrieren. Da gucken Sie mal rein, da sind die ganzen Module aufgelistet. Ja? Und klar, es ist nicht immer 100% überschneidungsfrei, insbesondere bei diesen vielen Wahlfächern, die wir haben. Wenn man sich da in Wahlfächern ein bisschen einstellt, kriegt man ein überschneidungsfreies Programm hin. Ja? Und dann kann man das tatsächlich also auch wesentlich schneller studieren. Mindestens zwei Semester. Ja, also die Masterthesis werden Sie dann wahrscheinlich nicht im selben Semester schaffen. Also das halte ich dann für doch zu ambitioniert. Ne? Okay. Aber ansonsten, ja, also es gibt einen Fall, den habe ich noch in Erinnerung, da hat tatsächlich eine Studentin bei uns, die hat bei HPE geschafft, die hat es tatsächlich in ein Semester weniger als Regelstudienzeit geschafft. Was ich interessant fand, weil sie hat dann parallel auch noch gearbeitet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da hat halt der Arbeitgeber wahrscheinlich aus dem gespielt. Ne? Also das sehen wir auch immer wieder, dass Arbeitgeber da quasi auch sagen, okay, ich ermögliche dir das. Und das halte ich auch für wichtig. Okay, gut.
Letzter Punkt, den wir noch haben, einen kurzen Ausblick ins Promotionsprogramm, sozusagen der akademische Karriere. Ja, also da suchen wir natürlich immer nach Kandidaten. Also du hast gesagt, 95% der Doktoranden hier im Haus haben unsere Masterprogramme gemacht. Also es gibt schon den einen oder anderen, der dann sagt, ich will eben auch noch einen Doktortitel, ich will noch promovieren nach dem Master. Ich glaube, wir machen das ja auch recht spannend, weil wir dann eben natürlich auch Promotionsprojekte gemeinsam mit Unternehmen haben. Also ganz platt kann man so sagen, es gibt so 3-4 Arten, wie man ein Doktorprogramm gestalten kann. Das ist entweder so als Industriepromotion gemeinsam mit einem Partnerunternehmen. Oder ich bin in ein Forschungsprojekt. Die Professoren müssen ja alle Drittmittel akquirieren. Da gibt es dann Forschungsprojekte zu bestimmten Themen. Dann ist man projektfinanziert. Wir haben aber auch Verwaltungsstellen hier. Das heißt, dann eben auch Budget an festen Stellen. Das heißt, in der Selbstverwaltung haben wir uns auch dafür entschieden, hauptsächlich mit Doktoranden zu arbeiten, die dann eben auch hier sozusagen den Standort managen. Ne? Und es gibt noch Stipendiaten. Ne? Das heißt, so eine Besonderheit in Baden-Württemberg, dass es Promotionsstipendien gibt, im sogenannten Promotionskollegs oder auch als Individualstipendium. Ja, das ist dann immer so eine Sache, dass man als karge Wissenschaftler lebt. Da darf man nämlich nicht mehr arbeiten, weil man kriegt ja ein steuerfinanziertes Stipendium und darf dann nur im Rahmen dieses Stipendiums dann arbeiten. Dafür hat man dann 100% Zeit, sich dann auch mit seiner Promotion zu beschäftigen. Ne? Wir machen hier auch regelmäßig dann Doktorandenseminare natürlich. Ja, das ist auch für die Professoren immer interessant und auch andere Wissenschaftler einzuladen. Denn es gibt dann je nach Programm, wo man es macht, dann unterschiedliche Schwerpunkte, ob das jetzt Systematic Literature Analysis ist, Design Science Research Methods, hatten wir jetzt erst letztes Jahr mit dem Rostock zusammen, Structural Equation Modeling, Quantitative Research Methods mit Markus Saarstedt, das ist einer der Top-Professoren in Deutschland generell. Prinzipiell sind das immer so, ja, 5 Promotionsplätze pro Semester. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Fluktuation wir in den Teams hier haben, wie viele neue Forschungsprojekte reinkommen. Ne? Nach der Studienphase schließt sich üblicherweise die Dissertation an, das heißt, ich schreibe an der Doktorarbeit. Am schnellsten ist man hier, wir hatten so Kandidaten, die haben dann schon in 2,5 Jahren, 3 Jahren promoviert, das muss man schon einrechnen für so eine Doktorarbeit, inklusive des ganzen Programms, um da reinzukommen. Wir haben auch Kandidaten, die 5 Jahre brauchen. Das ist auch etwas, was sehr themenspezifisch ist, aber so ein bisschen mit den Partnerunis zusammenhängt, mit denen wir dann arbeiten. Es ist mittlerweile so, dass wir nicht nur kooperativ promovieren, es gibt neue Entwicklungen. Seit einem Jahr circa, dass auch in Baden-Württemberg die Hochschulen, die angewandten Wissenschaften, natives Promotionsrecht haben. Also man kann jetzt auch an der Hochschule Reutlingen promovieren. Das ging bis vor einem Jahr noch nicht, ja, weil die Unis sich da sozusagen das Monopol gesichert haben, auch zur Verleihung von Doktorurkunden. Ne. Hat sich jetzt geändert. Es gibt in Baden-Württemberg das sogenannte Baden-Württemberg Center of Applied Research, CAR. Die dann im Prinzip eine eigene Promotionsberechtigung erhalten. Ne? Das heißt, da wird sich jetzt in absehbarer Zeit auch viel ändern, weil wir jetzt schon die ersten Doktoranden haben, die eben nicht mit Partnerunis zusammenarbeiten. Die Partnerunis sind, sagen wir mal, 4 wichtigsten Partnerunis, die wir hier so bei uns haben, sind diese 4. Ja? Das heißt, die Uni Stuttgart als größter Partner ist ja auch hier quasi um die Ecke. Frank Leimann wurde ja gerade schon angesprochen. Da haben wir, sagen wir mal, so 50-60% unserer Doktoranden. Einige sind an der Uni Rostock, einige sind auch in Kooperation mit internationalen Unis, wie zum Beispiel der UBS in Glasgow. Also da gibt es so Glasgow eine Affinität. Ich habe jetzt einen Doktorand, der ist in Tel Aviv durch die Kooperation mit Israel entstanden. Das heißt, im Prinzip haben wir da relativ viele Möglichkeiten, was auch gut ist, weil natürlich auch jede Uni dann auch so ein bisschen ein eigenes Profil hat. Mal sagen, die Stärke dieses Modells liegt auch darin, dass man sich, wenn man so möchte, die Uni ein bisschen raussuchen kann, an der man dann promoviert, in Abhängigkeit von eigenen Promotionsinteressen und Themen, die man entsprechend betreibt. Ja. Wer sich dafür interessiert, ich glaube, die meisten sind ja jetzt wegen dem Master hier, kann da mal drauf gucken, beziehungsweise das ergibt sich meistens auch schon relativ schnell im Masterprogramm, dass man dann mit Professoren in Kontakt kommt und guckt, ich werde dann irgendwann mal fertig, das ist eine Möglichkeit, dann das Ganze mit einer Promotion weiterzuführen. Und da freuen wir uns natürlich, ja. Wer da Interesse hat, kann jederzeit auf uns zukommen. Die meisten Doktoranden kommen ja ohnehin aus dem eigenen Haus. So. Gibt es dazu Fragen? Ich spekuliere schon jemand auf das Thema Promotion?
Wann kommt dann auch, ja? Veranstaltung. Gut, also weitere Infos haben wir hier natürlich auf der HAZ-Webseite. Wer da noch nicht war, kann sich da mal umgucken, weil ich denke, da mittlerweile recht vielfältige Informationen dann verfügbar ist. Und ansonsten können wir jetzt dann den Rundgang oder Fragerunde weitermachen. Genau, ja, richtig. Ne? Ich habe gesehen, eine Anmeldung gab es noch, die kam sehr kurzfristig rein. Da hat sich noch jemand für Professional Software Engineering interessiert. Das würden wir heute quasi nicht vertiefen, sondern derjenige oder diejenige, die sich dafür gemeldet hat, da würde ich nochmal einen separaten Dialog einfach geben. Weil das war eine sehr exklusive Story, da hat sich kein weiterer dafür interessiert, da hatten wir nur eine Interessensbekundung, deswegen würde ich das jetzt nicht hier vor allen anderen vertiefen wollen. Aber eben wollte hier nochmal der Hinweis, derjenige, das war, einfach sich bei mir nochmal melden, machen wir einen separaten Termin aus, da sind wir unkompliziert und können mit Dialog gehen. Ansonsten möchte ich die Fragerunde vielleicht nochmal ganz kurz eröffnen. Beziehungsweise die Leute, die vor Ort sind, haben natürlich jetzt die exklusive Möglichkeit, dass wir einfach, ich würde sagen, wir fangen oben an, einfach mal oben die Labore sehen. Dabei können Sie auch gleich die Studenten bei uns kennenlernen und die gleich ausquetschen. Dann gehen wir einfach oben durch, so würde ich das quasi machen und arbeiten uns von oben nach unten einmal mit so einem Rundgang durch. Aber bevor wir damit starten, vielleicht noch ganz kurz die Frage, auch für die Online-Leute gibt es Fragen nochmal zu den beiden Programmen bzw. zu der Institution HAZ im Allgemeinen. Ich schaue nochmal kurz im Chat, nicht, dass wir da eine Frage übersehen. Das können wir hier nochmal machen. Okay, nee, das passt soweit. Okay, also auch im Chat haben wir nichts. Gut, in Ordnung. Sehr schön. Dann würde ich die Aufzeichnung hier an dieser Stelle beenden und die Teilnehmer vor Ort hier einladen, dass wir einfach mal durchs Gebäude gehen.